Willkommen im Autohändler-Alltag. Von Benzo bis BMW. Willkommen im Autohändler-Alltag. Audi Cabrio. Willkommen im Autohändler-Alltag. Alles was du willst. Willkommen im Autohändler-Alltag. Komm zu dir. Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren, da ist er wieder, mit dabei und hier sind wir wieder am Start. Wir haben ein neues Auto gekauft und hier oben steht BMW 550i. Wenn das jetzt ein 550 ist, dann gehe ich jetzt echt direkt raus und heule. Oder fall vom Glauben ab, weil für mich klang es wie ein 10-Zylinder! Jawohl, es ist soweit, der V10 ist da und zwar aus dem Hause BMW. Diesmal kein Audi, kein Lamborghini und keine Dodge Viper. Und zwar haben wir den Kameraden erworben in einer Online-Auktion. Es ist ein Touring E61 aus dem Jahre 2007, ist das, glaube ich. Auto ist in wunderbarem Schwarz-Schwarz mit Panoramaschiebedach und meiner Meinung nach recht voll ausgestattet. Hat Softlos, hat Keyless, hat Head-Up, hat das feine Leder drin, hat die 19 Zoll Schmiederäder, also wirklich ein tolles Kfz. Und hat auch schon eine andere Abgasanlage drunter, habe ich auf jeden Fall vernommen. Es ist ein deutsches Auto und es ist lange Zeit in einer Auktion gestanden. Weil, hat einen ganz einfachen Grund, es ist ein V10, man kennt die Problematiken mit den Autos, Getriebe, Kupplung, Lagerschalen und weiß nicht, was alles noch für ein Scheißdreck. Da haben A, viele natürlich Respekt davor und auch keinen Bock auf so ein Theater, weil sie sagen, da kann ich auch leichter Geld verdienen, was ich auch absolut nachvollziehen kann. Man muss sich so ein Scheiß ja auch nicht hinstellen. Ja. Ne? Also so eine Herausforderung oder vielleicht so ein Wagnis muss man sich auch nicht zwingend auf den Hof stellen, wenn man es nicht unbedingt will. Birgt halt viel Risiko, so ein Auto. Ne? Also es kann geil sein, ne? Und das kann aber auch richtig nach hinten losgehen und dann hast du irgendwie den klassischen Griff ins Klo. Aber für mich der Grund, warum ich das Auto final gekauft habe. Erstens mal ist es ein deutsches Auto. Zweitens mal hat das Ding 3 Besitzer. Das fand ich auch völlig legitim für irgendwie, ja mittlerweile ist das Ding ja fast 14 Jahre alt. Auch krass, ne? Eigentlich auch schon wieder krass, wie Zeit verrennt, ey, Wahnsinn. Und zweitens, wie viele M5 Touring gibt es überhaupt noch? Ja, also die nicht 300.000 oder 200.000 runter haben und nicht komplett umgebaut sind. Wie viel hat der runter aktuell? 95.000. Ach ja, apropos, genau, der hat nicht viel runter. Genau, und der hatte bei Abgabe einen frischen TÜV gemacht. 6.22 hat er TÜV gemacht. Und da habe ich gesagt, okay, passt für mich. Und der nächste Grund war für mich auch, warum ich gesagt habe, passt für mich auch, der hat reifentechnisch hat er einen Michelin Cup-Reifen drauf und da weiß ich aus Erfahrung, dass der Reifen ist richtig assi teuer. Und wer da am Reifen gar nicht spart, der spart auch am Auto nicht. Und so sieht auch das Scheckheft aus. Und das Tolle ist auch, der letzte Besitzer hat das Auto ziemlich genau 9 Jahre lang gehabt. Ja, also wirklich lange für so ein Fahrzeug, weil die meisten halten so ein Auto 2-3 Jahre und geben es wieder weg. Gut, da war er beim TÜV angetanzt und da haben die kurz gekichert und gesagt, verpiss dich. Abgasanlage, Zulässigkeit nicht nachgewiesen, Federzulässigkeit an Vorderachse nicht nachgewiesen, HNR-Kennzeichen, bla bla. Ist ja einfach zum TÜV gefahren. Ist einfach mal zum TÜV gefahren, hat gesagt, gucken wir mal, ob es klappt. Nee, hat nie geklappt. Oh, nächsten Tag war er wieder da, hat er dann den TÜV-Segen bekommen. Hat er wahrscheinlich den die Unterlagen nachgewiesen. Und hier haben wir auch eine Eintragung, sehe ich gerade. Aha. Oh, doch. Was ist das für eine Abgasanlage? Klappenabgasanlage ab, Cut. Ui. Einflutig, Durchmesser 76 mm. Mit X-Pipe, 2 Endschalldämpfer, Federn vorne, Kennzeichen bla bla gelb, bla bla bla, Einstellung der Luftfederung an Achse 2, Hartke, Heckspoiler, Diffusoransatz. Jawohl! So, dann haben wir hier ein wunderbares Checkheft und das habe ich auch gesehen im Netz. Das Ding kommt nämlich als Chemnitz, Junge. Und da habe ich gesagt, das muss her, das Ding. Das brauchen wir wieder hier. Einfahrkontrolle 2008 und dann ging das hier immer schön weiter in Chemnitz 8, 9, 10. 12, wieder 12 Kunden, was ist denn hier los? Da war dreimal oder was? Das gefeiert auf jeden Fall. Geil, mir gefällt dir auch hier der Name von der BMW-Niederlassung. Fett und Würz. Das ist mal ein geiler Name. Fett und Würz, Junge. Fettwürz. Das ist 14, das ist 15. So, und jetzt haben wir hier Lagerschalen erneuert. Hast du selber hingeschrieben oder? Ja, das ist jetzt die große Preisfrage. Das kann dir meine Mutti auch hinschreiben und ein bisschen mit dem Edding drüber schmieren, ne, dass das echt aussieht. Ich bin jetzt aber mal optimistisch, dass es so stattgefunden hat, weil ich habe bei Fett und Würz, bevor ich da auf Kaufen geklickt habe, mich mal erdreistet anzurufen, mal nachzufragen, ob die das Auto kennen überhaupt. Und ja, siehe da, die kannten das Auto sogar. Und habe dann halt gesagt, dass ich ernsthaft beabsichtige, das Auto zu erwerben und so. Und es ist halt schön, nur zu wissen, ob das auch wirklich gemacht wurde. Und da hat er mir nur am Telefon bestätigt, ist gemacht worden. Das ist super. Und da kann der nächste Käufer dann im Zweifel auch hinkommen und sagen, hier,
könnte man das auch nochmal bestätigen. Ich sage dann, ja, wenn es dann auf jemanden angemeldet ist und der bei uns Kunde ist, dann kann er das gerne machen. Ja. Also wenn du dort Kunde bist, ja. So. Ansonsten hat das Ding nämlich sehr, sehr doch lückenlos, würde ich behaupten, seine Wartungsintervalle auch gekriegt. Nämlich, wenn man die Kilometer hier sieht, 2025 Kilometer, 24.000, ist aus meiner Sicht zu lang. Ja, man müsste dem Auto normalerweise eigentlich jährliches Öl rausfeuern mit Filter. Das wäre für den Motor das Optimale und dann halt ordentliches Öl. Ne? Weil bei dem Auto ist es irgendwie nach 7.500 Kilometer das meiste Öl irgendwie Frittenfett und kein Öl. So, 42, 57, 59, hier wurden dann die Intervalle immer kürzer, ne? Hier hat man es dann gesehen, hier fand der Besitzerwechsel statt hier, da hat es dann der Kollege Y gehabt. Ja, der letzte. Ja, und da wurden dann die Fahrintervalle extrem kurz, ne? 57, 59, 60, 70, 78, ne? Da ist es dann in einem sehr kurzen Intervall rausgekommen, 86, 94. Ja, der hat nicht so rumgeheult und rumgejammert, sondern der hat es einfach gemacht, weil, da gebe ich euch vollkommen recht, wer so eine Karre fährt, der muss es sich auch leisten können. So, genug geschwafelt. Wir gehen uns jetzt mal den Bock angucken und gucken, ob der geil ist. So, Freunde, Hände hoch. Für wen ist das jetzt hier die automobile Baukunst aus München in par excellence? Mich holt es übelst ab. Ich habe selber mal einen gehabt. In Interlagos-Blau. Können wir mal zwei Bilder reinklatschen? Ach ja, genau, übrigens aus Bratislava geholt. Damals, sage ich euch ganz ehrlich, ne, da werdet ihr euch jetzt gleich richtig weghauen. Ich glaube, ich habe bezahlt, das ist aber auch schon Jahre wieder her, ich weiß gar nicht mehr wann das war, 2015. Der hatte 60 runter, eine saubere BMW-Historie, wirklich eine saubere BMW-Historie, war auch voll. Hat ansonsten denselben Look, nur eine andere Farbe. Und ich glaube, ich habe bezahlt 23. Jetzt legen sich wahrscheinlich einige auf den Boden und lachen sich tot gerade. Ne? Auf jeden Fall habe ich für das Auto deutlich mehr bezahlt. Das muss man sich immer überlegen. Warum hat den ewig keiner gekauft? Übrigens, A, ist es wahrscheinlich für viele zu anstrengend. B war auch zu teuer. Der wurde jetzt billiger und da habe ich jetzt gesagt, geschenkt kriegen wirst du nie. Auch wenn das viele glauben, dass wir die Autos geschenkt kriegen. Aber nee, wir kriegen sie nie geschenkt, leider. Das heißt also im Umkehrschluss, wir haben dafür auch einen ordentlichen Batzen Geld bezahlt. Und ich habe aus heutiger Sicht mein Auto verschenkt. Ich glaube, ich habe den damals für einen 30er oder sowas weggegeben. Habe noch Felgen drauf gemacht und Abgasanlage, wo scheiße laut die Karre. Ja. So. Also irgendwie hat sich wahrscheinlich irgendeiner gedacht, geil, ich brauche mal einen Teil vom M5. Ne? Dass der Wischer aber übrigens, der Wischer ist der an jedem BMW 5er Touring der Baureihe dran war. Ja, Fakt halt ab, müssen wir erstmal jetzt was Neues kaufen. Zumindest hat die Scheibe hier irgendwo keinen Schaden genommen. Das ist erstmal eine schöne Sache. So, und dann habe ich letztens gesehen, wo das Auto kam. Das nervt mich richtig, Alter. Guckst du? Hier. Das war nicht angegeben. Ach so, dieser. Die Schramme hier. Das ist jetzt eben die große Preisfrage. Man kann es mal versuchen zu polieren. Aber oh, die sieht man auf der Kamera gar nicht krass. Warte mal. Ja, man sieht es kaum wahrscheinlich. Aber ich sehe es hier. Ich bleibe hier mit dem Nagel drin hängen. Also grundlegend könnte meistens davon ausgehen, wenn du einen Kratzer oder eine Schmache am Auto hast und bleibst, dann fährst du vorsichtig mit dem Fingernagel drüber, dass wenn du richtig drin hängen bleibst, dass du dann wahrscheinlich nicht mehr polieren und schleifen kannst. Das wird nicht mehr funktionieren. Ja, meistens. So, Bremse sieht richtig gut aus erstmal auf den ersten Blick. Den müssen wir mal gucken. Die hat ein ganz, ganz kleinen Grad. So, dann haben wir die Pilot Supersport, das habe ich schon erwähnt. Ne? Der Reifen ist mal so richtig assi teuer. So ein ganzer Reifensatz, 1200 Äste, könnt schon hinkommen mit Montage. Mhm. 1200, 1300 Euro für den Endkunden, locker. Natürlich, er hat Steinschläge, gar keine Frage, ne? Da haben wir ja einige drauf. Das ist ein bisschen unschön. Jetzt müsste man sich halt wirklich überlegen, lasse ich das lackieren oder lasse ich es so, wie es ist? Weil ich glaube, der ist, erst nicht nachlackiert an der Front. Zumindest nicht auf der Haube. Wobei man hier bei der Stoßstange, obwohl die hat auch einige Einschläge schon. Also man könnte denken, dass das zusammenpasst. Ne? Dann fällt natürlich auf, wenn du jetzt hier neu lackierst, ne? Und hier hast du dann überall noch die Einschläge oder andersrum. Ja, also wenn, dann musst du schon die ganze Frontmaske lackieren. Jetzt würden sich hier wahrscheinlich viele eine schwarze Niere reinstopfen. Kann man machen, muss man aber nicht. Ne? Was der Besitzer aber gemacht hat, und das fand ich sehr interessant, da stand auch dabei explizit, der hat sich neue heller Hauptscheinwerfer gekauft. Weil die alten, wie man es eben von dem BMW oftmals kennt, die werden hier so komisch rissig, die kriegen so Haarrisse. Und dann werden die auch gerne undicht. Und hat dann zwei neue Lampen gekauft. Weil der wahrscheinlich von der Optik her das äußerst beschissen fand. Ja, sieht einfach dann scheiße aus. Sieht halt assi aus, ja. Sehe ich auch so. Bei so einem Auto muss es gut aussehen. Auf jeden Fall. Dann sehen wir uns mal das Triebwerk an, meiner. Guck dir das an, das Ding. Geil. Jawohl. So, da steht da quasi der Konkurrent, steht da quasi jetzt gerade direkt daneben.
nur dass der Kollege zwangsbeatmet wird und das hier ein reiner Sauger ist. Ich glaube, die drehen irgendwas bis 8,50 oder sowas in der Serie. Oder korrigiert mich, wenn ich jetzt nie ganz richtig bin, aber irgendwo so in der Drehe dreht das Ding. Und ich feiere das Auto wie vom ersten Tag. Ne? Und hier sieht man halt auch, dass das halt alles frisch ist. Und das ist halt ein heller Austauschscheinwerfer. Wer war da eigentlich zuerst? Der 4F, ne? Als nee, V10. Hier. Echt? Ja. Der M5 Limousine kommt, glaube ich, 2005. Dann haben sie 7 den rausgeschallert und dann kommt dichter auf der. Okay. Also die waren ein bisschen eher da, die Kollegen hier. Und das war ja dann auch seit langer, langer Zeit dann mal wieder ein Kombi, M-Kombi. Mhm. Ich meine, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt ja auch Gerüchte wohl, dass wieder ein M5-Kombi kommen soll oder kommt, ne? Weil der steht schon geil da, ne? Die Felgen passen übelst geil. Ja, die Schmiederäder sind genial, die sind ja quasi vom M6, ne? Also die gab es auch auf dem M6, die Felgen. Hier passt für mich alles, ne? Shadowline, Farbe, Felge. Ich finde auch die Tieferlegung passt gut, ne? Ich finde, der ist nie zu tief. Also, nee. Ast rein. Stimmig aus, ne? Ja, passt von vorne bis hinten. Aber auch so mit dem R6, ne, mal im Vergleich. Ja. Schon interessant. Ich finde, dass der M5 moderner aussieht tatsächlich, muss ich sagen. Geschmackssache, was glaubt ihr? Was ist schöner? Es sind ja wenig tiefer, ne? Das Gitter fehlt auch unten, oder? Weil es sieht irgendwie aus, als würde was fehlen auf jeden Fall. Ja, sieht ein bisschen merkwürdig aus, ne? Das ist dieser Hardgear-Ansatz, der gefällt mir halt überhaupt nicht. Also ich glaube, das würde ich mir zurückbauen, ne? Das ist halt optisch echt... Geht so geil, oder? Ja, finde ich auch nicht gut. Das würde ich mir, glaube ich, wieder zurückbauen. Der Vorbesitzer fand es wahrscheinlich total super und hat wahrscheinlich auch relativ viel Kohle für ausgegeben, ne? Ich finde ja erstmal grundlegend, dass beide Autos sehr geil sind, ne? Auf jeden Fall. Ich muss aber sagen, dass der R6 mit seinem breiten Backen ein bisschen brutaler wirkt. Finde ich. Mhm. Obwohl das M5-Heck wirklich auch extremst cool aussieht mit seiner Vierrohranlage, ne? Da gibt's... Das ist schon eine Ansage, ne? Ist schon auf jeden Fall eine Ansage. Kuckuck, wir haben ihn ja als unfallfrei erworben, ne? Keine 700? Nee, um es willen, nee, alles gut. 140, 130, ne? Hier ging es auf 140 hoch, hier geht es wieder auf 130 runter. Also die Heckklappe hat meiner Meinung nach auf jeden Fall mal eine Lackschicht drauf gekriegt. 207, ne? Ja, hier ist wieder 126. Guck mal hier oben, ne? 200? 202, 129. Und hier hinten wird es wieder dicker. Aber dann will ich es parallel. Sehr auf der anderen Seite, aber auch exakt. Ja. Na dann, das spricht ja eigentlich dafür. Was meinst du jetzt? Na, das ist wenigstens gleich, ist links und rechts. Ja, aber komisch, oder? Ja. Also da muss ich ehrlich sein, da bin ich raus. Ob die dort irgendwas dicker lackieren oder nicht, kann ich mir eigentlich nie vorstellen. 139. Tja, vielleicht weiß das jemand besser als wir an der Stelle, was das hier mit dem Lack auf sich hat. Also so eine schwankende Lackschicht, aber über das gesamte Auto verteilt. Ne? Über das gesamte Auto schwankend. Also immer zwischen 120 und 100... 160 kannst du sagen. Ja. Irgendwo dazwischen dümpelt das die ganze Zeit rum. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr das genauer wisst, als ich das jetzt weiß. Aber so schwankend hast du es eigentlich nie. Würde ich jetzt mal ehrlicherweise sagen wollen. Aber du, tu das erstmal keinen Abbruch. Wir drehen erstmal eine Runde, machen das Ding jetzt erstmal an. Jo. Das ist erstmal das Wichtigste. Ja, Problem ist halt, Auto stand ja, wie schon erwähnt, sehr, sehr lange auf dem Sammelplatz rum. Und die Batterie ist halt heim. Frage ist aber natürlich, ne? Ja. Zum Thema, ich stelle meine Autos alle im perfekten Zustand auf meinen verfickten Scheißhof. Du bist ein geiler Typ. Du bist der größte Chef auf der ganzen Welt. Jetzt baue ich hier für 300 Euro eine neue AGM ein. Dann steht das Ding hier ein Dreivierteljahr. Was denkst du, wie es der Batterie dann geht? Natürlich baue ich hier erst eine neue Batterie logischerweise ein, wenn es jemand haben will, das Auto. Damit er eine frische Batterie kriegt. Eine frische. Hat er kurz die Klappe offen und schließt sie dann, wenn Druck da ist. Deswegen ist es nicht mehr so schön laut, aber der macht die Klappe halt auf bei einer gewissen Drehzahl. Junge, endlich sitzen wir im Auto, kann es losgehen. Auf jeden Fall ein total vertrautes Gefühl natürlich, weil die E60 Baureihe, die kennt ja nur jeder Autohändler, würde ich sagen, aus dem FF. Oder? Die hat ja jeder irgendwie mindestens schon dreimal da gehabt. Übrigens, M5 habe ich gestern Abend mal überlegt, hatten wir oder ich jetzt speziell in meinem Händlerleben einen eigenen Touring und dann hatten wir, glaube ich, dreimal Limousine. Also fünf, das ist der fünfte quasi, der fünfte M5, jawohl. Und dann halt auch wieder ein Touring. Jetzt kommt das, was dir nicht gefällt, ne? Der Schaltvorgang. Ja. Ehrlich jetzt, das SMG 1 Getriebe im E36. Das hatten wir mal da wollte ich mit der Karre einparken, da bin ich irgendwie fast in die andere Kiste reingefahren.
Also noch schlimmer quasi. Das war auf jeden Fall nie besser. Das kann ich schon mal safe sagen. Das hier geht eigentlich schon, finde ich. Das ist ein Gegentriebe. Das schaltet schon eigentlich ganz cool und macht natürlich auch Laune, wenn du damit hämmerst. Also wenn du wirklich Last fährst mit dem Ding. Wir fahren den Kollegen jetzt erstmal schön warm. Du kannst ja hier quasi in 5 Stufen, glaube ich. Genau, 5 Stufen kannst du ja verstellen. So, jetzt sind wir in der 1, ne? Ne, in der 2 fährt er an. So rum. Er fährt in der 2 an. Macht er generell immer so im normalen Fahrmodus. Er kuppelt aus, kuppelt ein, Gang drin. Okay. Pass auf, jetzt wieder. So wie du halt auch fahren würdest. Er kuppelt aus, kuppelt ein, Gang drin. Ganz geschmeidig eigentlich. Na, im normalen Modus kannst du mit dem Ding ganz easy durch die Gegend schippern. Schön zum Einkaufen fahren. Ja, ja, mit der Familie, mit den Kindern zum Kindergarten oder mit der Schwiegermutter in den Urlaub oder weiß der Geier wohin. Das funktioniert mit dem Auto einfach alles wie beim R6. Zustand Innenraum, ne? Also ich würde mal behaupten, der hat sich hier die Spank schon mal erneuert, weil hier löst sich dann immer dieser Softlack ab. Der Klassiker. Das ist unausweichlich. Dann haben wir hier so ein paar Abnutzungsspuren, da siehst du typisch BMW-Fahrer, ne? Also ich sage es immer, das ist einfach ganz ehrlich, das ist ungewollt, ne? Aber die Sitzposition ist die beste. Für mich kombiniert dieses Auto wie beim R6, ist eigentlich relativ ähnlich alles. Und was würdest du sagen, ist der krasseste Unterschied zum RS? Sound. Sound. Mhm. Sound und das Getriebe. Ja. Der R6 klingt vor Lachen nicht so wie das Ding hier. Also Sonderausstattung hat er hier eigentlich nie lumpen lassen. Selbst die Getränke hat er in Sonderausstattung hier. Okay. Die fand ich übrigens damals eine äußerst sinnvolle Investition und elegant gelöst, meiner Meinung nach. Die funktionieren auch richtig geil. Wie beim Porsche so ein bisschen, ne? Genau. Wie beim Panamera oder wie beim 907. Also sehr gut gelöst. Extras waren natürlich Panoramadach, Softclose, was er hat, Head-Up-Display. Keyless wahrscheinlich, oder? Keyless Go, selbstverständlich. Und das müsste ich überlegen, ich glaube Memory-Sitz und elektrisch, das war dann schon Serie. Und Sitzheizung hinten, Alter. Sitzheizung hinten war aber auch auf Preis. Und halt die großen Räder, weil die Kiste konntest du, glaube ich, auch kaufen mit 18 Zoll Rädern. Also ich feiere das Auto extrem. Er fährt wirklich gut, ne? Das Getriebe schaltet sauber, das zuckt nie, das ruckt nie. Mhm. Macht einfach Laune. Und langtechnisch ist das echt... Krieg ich Gänsehaut, nach wie vor. Ja, was ich halt cool finde, hier sind die M-Modelle sind ja treu geblieben mit der beleuchteten Anzeige. Ne? Das hast du im E34 schon gehabt. Im E39, ne, da waren dann die 6-Gang-Anzeige hier auch schön beleuchtet, in derselben Farbe. Da sind sie ja treu geblieben. Wir gehen jetzt mal in M-Modus, Auto ist jetzt auf jeden Fall warm. Also die Sitze gehen, die dynamischen Sitze, ne? So, und jetzt kommt halt das Geile an dem SMG-Getriebe. Ich gehe mal in die 2 runter. Mit Zwischengas halt auch, ne? Das macht eben der R6 eben nie. Mal kurz Gas geben. Ey, was geht denn da hinten ab auf einmal? Brutal, oder? Das glaubst du nicht, ne? Alter, wie ein geiles Ding fährt. Das macht echt Laune. Rennwagen-Feeling. Ja, safe. Da denkst du, du sitzt im Rennwagen, ehrlich. Ja. Wirklich. Der Sound, ich weiß gar nicht, ob das bei euch so ankommt. Oh, der Sound von dem Ding ist der Hammer. Scheiße, das geht mit dem R6 nicht. Das transportiert die Emotionen nie so heftig. Wirklich nicht. Wir sind losgefahren mit 70 Kilometern, Alter. Wir sind jetzt irgendwie eine Viertelstunde unterwegs und hier stehen noch 30. Aber oh, Alter, zweimal Gas gegeben, ist der scheiß Tank leer. Aber also, Alter, wirklich krass, ne? Hätte ich nicht gedacht, dafür 70 Kilometer raus. Ja, hätte ich auch gedacht. Scheiße. Haben wir uns ein bisschen verschätzt. Also, ich sag, eine Sache kann ich jetzt schon sagen: Im Verbrauch sind R6 und M5 sich komplett gleich. Komplett. Da nimmt sich gar nichts. Ich glaube, wir müssen dann doch nochmal einen Zweiteiler draus machen. Ein bisschen Autobahn, zweiter Teil. Also Autobahn und Leistungsmessung würde ich vorschlagen und dann nochmal eine ordentliche Runde fahren. Also, aber ganz ehrlich, ich kann ein Fazit kann ich jetzt schon ziehen. Das macht richtig Gaudi. Und ich kann voll und ganz nachvollziehen, warum jemand sagt, ne, R6 ist mir nix, ich will das dynamischer. Das ist das Auto definitiv. Das Auto ist definitiv aus meiner Sicht im direkten Vergleich fahrdynamischer.
Der RR6 ist ein Auto, was auf der Autobahn richtig ballert. Ja, dort ist das Ding eigentlich nicht zu schlagen. Unter den Kombis. Ja. Der M5 ist ein Auto, was auf der Landstraße viel, um einiges, glaube ich, vom Gefühl her mehr Spaß macht als der R6, wobei der R6 mit Sicherheit auch auf seine Art und Weise Laune macht. Aber halt das mit dem Getriebe, das Feeling, wie die Gänge wechselt, wie die rein scheppern in der schnellsten Stufe, das hast du im R6 nie ganz so. Das muss man einfach so sagen. Na, und wie weit das Ding dreht und dann der Sound. Viel agiler, viel motorsportiger irgendwie. Genau, also, das ist mehr Rennsport. Ja. Der R6 ist einfach ein Bomber, der auf der Autobahn unterwegs ist und sagt, verpiss dich. Mhm. Ja, ich bin da jetzt hier weg. Ich denke, dass wir hier dann den zweiten Teil machen. Also noch einen zweiten Teil rausschicken. Ja. Mit, wie fahren wir auf die Autobahn? Gucken wir, was so ein Ding 100, 200 läuft. Mhm. Das interessiert mich wirklich sehr. Und dann, was er auf der Rolle macht. Hat er, viele sagen ja nur, die haben ja nur 450 PS so ungefähr. Fühlt sich nicht so an. Nee. Also nee, ne? Nee. Fühlt sich nicht so an wie 450 PS. Für mich fühlt es schon eher an wie doch schon irgendwie 480, 490 PS. So. Also relativ nah an der Serie, so fühlt es sich an. Es ist ein sehr, sehr schönes Auto, was man sich entweder hinstellt oder einfach auch fährt. Und Spaß hat, ja. Und Spaß hat. Ja. Dafür ist das Ding ja da. Und ich glaube, mit dem Teil hat man lange, lange Freude und ich glaube, das Geld, was man hier investiert, siehst du auf jeden Fall wieder, wenn du weiter fliegst. Und ja, wenn es nie hier 100.000 drauf knallst, wie verrückt, ja, in 2 Jahren, dann wirst du hier das Auto, das Geld auch wieder sehen. Also das ist eine Investition, die lohnt sich, glaube ich. Ja, die werden nicht billiger werden, ne? Ach, das muss man einfach mal sagen. Ausgeschlossen, ganz im Gegenteil. Da muss man auch dazu sagen, und da haben viele natürlich recht, das ist vielleicht auch noch ein Thema. Ja, der M5 Touring, den gab es natürlich deutlich, deutlich weniger als ein R6 Avant. Beim R6 ist es natürlich wieder andersrum, da war die Limousine deutlich weniger am Markt. Ist aber auch lustig, dass es genau umgedreht war. Ja, es war genau umgedreht. Ja, ne? Krass. Na ja, gut, aber RS verbinden halt viele mit einem Kombi. Ja, wegen RS2 und so, ne? Ist halt so, ne? Das ist, beim M ist es wahrscheinlich eher andersrum, da verbinden es eher viele mit einer Limousine. Ja, na stimmt, geschichtlich so, wenn man mal zurückblickt. Oder mit einem Coupé, ja, oder Cabrio, ne? Ja. Das ist für viele kein Kombi im Kopf. Fällt dir das Getriebe überhaupt noch auf? Ne, man gewöhnt sich übelst dran. Richtig? Ja. Ich habe bewusst nichts gesagt, habe bewusst jetzt mal meine Fresse gehalten und bin mal ein bisschen gefahren. Und das ist halt das Coole an dem Getriebe. Und darum gefällt mir das dann wieder. So, wir wenden jetzt mal, sonst haben wir wirklich, Alter, ich mach, wir haben, 9 Kilometer. Oh, war das jetzt der biggest fail ever? Alter, meine Alte dreht meinen Kopf ab, ne? Wenn ich zu spät komme. Sagst du, wie spät ist denn das jetzt? Also ich habe hier auch ein scheiß Internet, ich weiß nicht, wie es mit dir aussieht. Fuck, ich habe hier nur. Ja, wir eiern jetzt mal ganz, ganz langsam zurück und beten mal zu Gott, dass wir es noch bis an die Tankstelle schaffen. Ach, sie haben es so liegen bleiben. Sonst bleiben wir hier irgendwo ohne Soße kleben, das wäre richtig dumm. Ups. Oh Gott. 4 Kilometer. Wo ist die Nadel hin? Oh. Alter, die war da gerade noch vor der Null. Ich glaube, wir haben uns echt verzockt jetzt hier, ne? Ich würde mich nicht wundern, wenn wir gleich hier irgendwo abfüllen. Und wir haben es noch richtig weit, ne? Wir haben schon ein gutes Stück, ja. Scheiß Dreck. Da kann der Hater wieder haten. Seid ihr dumm, wir können doch nicht ohne Tanken. Die sind so dämlich! Das Ding ist komplett hinter der Null. Komplett hinter der Null. Oh. Naja, wir fahren ja wirklich schon wie die Omas. Hat denn die 7 Gänge? Komm, wir nehmen mal die nächste Rolle. Ich roll eigentlich nur noch, ne? Ach so, gleich. Halt die Schnauze, Alter. Das könnte ich jetzt wirklich gar nicht gebrauchen. Das wäre jetzt ein kompletter Fail. Weil bis hier einer da ist, bestimmt wieder eine halbe Stunde rum. Dann hoffentlich. Und wenn ich die Karre dorthin schiebe. Da sehe ich uns. Ja, da sehe ich uns auch schon. Nein. Guck lieber nicht mehr hier hin. Können wir doch mal irgendwas davor stellen? So, warte mal. Das gefällt mir irgendwie besser. Die Tanknadel macht dir auch richtig klar, was los ist auf jeden Fall. Die ist mal komplett hinter der Null. Die geht gleich zur anderen Null. Die marschiert langsam immer weiter zur nächsten Null. Oh, unlustig. Und ich fahr schon mal weit rechts gemacht. Und ich bleib hier hinten stehen. Falls man hier unten sollte liegen bleiben, ist der schlauer. Ganz langsam. Oh, cool. Ganz vorsichtig. Da ist die Tankstelle, kannst du sehen? Ja. Komm, schalten jetzt Gang. Rollen, ja, jetzt können wir schieben. Perfekt. Perfekt. Jawohl. Gott sei Dank, ey. Ich war noch nie so froh, eine Tankstelle zu sehen. So, Freunde, ich hoffe, es hat euch einigermaßen entertained, unterhalten, gefallen oder auch nie. Wenn ihr Fragen, Sorgen, Ängste, Nöte zum Auto oder generell zum Autohandel habt, dann immer raus damit in die Kommentare oder schreibt uns einfach per Mail oder per WhatsApp oder sonst was. Wenn ihr noch den zweiten Teil auf jeden Fall sehen wollt zu dem Auto, dann gebt uns Bescheid. Dann machen wir gerne noch das Autobahnvideo und gehen mal auf die Rolle beim Erik und gucken mal, was das Ding wirklich kann. Ich denke aber, bei so einem krassen Auto wie so ein M5 das ist, da gibt es aber viel zu erzählen bei so einem Auto, finde ich, und zu zeigen.
Deswegen sind die Videos meistens doch ein bisschen länger. Ich hoffe, das stört euch nicht. Ich wünsche euch Spaß, bleibt gesund, bis bald, tschüss.